Also das Stück ist unheimlich säuisch, schweinisch, ordinär, obszön und ich würde sagen, es ist ein Kinderstück. Ein Glück für jedes Liebespaar. Anna ist ja sehr anstrengend, das ist ja überhaupt keine Frage. Die nimmt immer die ganze Bühne für sich ein, aber... Machen Sie die Kamera aus, der lügt. Ist der schon wieder hier? Die Hauptdarsteller verarschen mich die ganze Zeit. Ein Glück für jede Wurst. Dietmar, ich liebe dich unwahrscheinlich. Mach mich glücklich. Dietmar, mach mich glücklich. Und Cut. Es ist gigantisch. Es ist schräg einfach, unerwartet. Und es ist unterhaltsam und es ist witzig. Das ist ganz große Kunst. Das ist ganz große Komik. Ja, das erinnert mich immer an meine Mutter mit ihrem Schwager. Der hat zuerst sie geliebt und später ihre Schwester geheiratet. Ah. Ich hoffe, das findet sein Publikum, denn es ist Trash. Es ist klar, es ist völlig Trash. Es ist die Bettwurst. Eine Bettwurst. Anna und Heiner machen das so bombastisch und mit der Musik und den Texten, die Heiner und Rosa da zusammengefügt haben. Die Show lebt tatsächlich davon, dass man mindestens zwei geraucht haben muss und dann auf der Bühne besseres Entertainment sieht als Monty Python. Ha, ich muss mal sehen, ob noch Kaffee da ist. Ich liebe alles an dir, deine Haare liebe ich, deine Hände. Ja, du Guter, du Guter, du Guter. Was macht der denn? Nach rechts. Der kann ja gar nicht tanzen. Und nach links. Aber süß ist er. Ich bin ein Fisch. Nur tanzen kann er nicht. Ich bin ein Krokodil. Sie erinnern mich ein bisschen an meine Mutter. Man muss das wirklich gesehen haben, weil sowas hat es hier noch nicht gegeben. Punkt. Ich möchte mich meinem Partner anschließen, denn er ist der Mann, ich bin die Frau. Mit meinem dicken Busen, da kann ich nicht nur schmusen. Ich zerquetsche alles wie Tomaten. Mit meinem Partner. Man muss sich beeilen, weil die Leute sind so begeistert, dass die wirklich die Kasse stürmen. Ne? Und es gab schon Kämpfe um Karten, blutige Nasen und auch zwei Leichen. Hab keine Angst, mein Freund. Hab keine